Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem vierten Video aus meiner Reihe Shotcut geht es darum, wie kann man ein Video stumm schalten, Sounds austauschen, ein- und ausblenden. Wenn du Basics zu Shotcut brauchst, also wie man ein Video schneidet, wie man Teile vertauschen kann, verschieben kann und so weiter, wie man mit diesen Clips umgeht, dann schau dir zuerst bitte mein Basisvideo an, also das erste Video, da werden absolute Grundlagen dir vermittelt. Dann wirst du dich auch vielleicht hier besser zurechtfinden. Wenn du die Basics schon beherrschst, dann kannst du gleich hier weiterschauen. Das Besondere an meiner Videoreise, dass du hier alle Unterlagen, die ich hier verwende, auch selber verwenden kannst. Das heißt, du kannst hier Grafiken, Fotos, Videoclips und so weiter herunterladen und dann selber dann das nachbasteln, was ich jetzt hier gerade mache. Wo findest du sie? So findest du sie in der Videobeschreibung. Gut, fangen wir an. Ich nehme hier jetzt als Projektnamen 04. Und Videomodus habe ich wieder HD 1080p 50 FPS. Was das bedeutet und was ein Projektorten ist, habe ich im ersten Video schon gezeigt. Ich gehe jetzt hier auf Los, habe wieder meine Oberfläche und öffne dann über Datei die Unterlagen zu meinem vierten. Gehe jetzt hier entsprechend in Ordner hin zu meinem vierten Video, hole mir die jetzt alle herein. Ich habe mir einige Unterlagen. Fängt wieder an zu spielen, so wie wir das gewohnt sind. Ich lege mir wieder dann die entsprechenden Videospuren dann zu. Ich nehme dann wieder, ich klicke hier hinein zum Beispiel, nehme eine Audiospur. Ihr könnt es auch mit der rechten Maustaste machen, wie du weißt. Lege mir wieder eine Videospur hinzu, eine weitere Videospur. Und da hole ich mir jetzt zum Beispiel hier diese MP3-Datei herein, schiebe sie dann in die Audiospur, blendet es mir hier ein. Du weißt, ich kann hier, wenn ich hierher klicke, das dann abspielen. Ich habe hier noch nichts zu sehen. Ich kann hier dafür sorgen, dass sie momentan nicht zu hören ist. Das heißt, wenn ich hierher klicke, hört man nichts. Das ist manchmal ganz praktisch beim Schneiden. Hol mir dann in die oberste Spur hier die Grafiken, die ich hier habe, die Fotos, die ich mir heruntergeladen habe. Und hol mir dann hier in die Videospur dann hier meine beiden Videos, die ich heruntergeladen habe. Und du siehst hier schon, dass ich hier dementsprechend dann in diesen Videos auch Audios drinnen habe. Das heißt, ich habe hier eine gemeinsame Spur. Und wenn ich mit dir jetzt hier abspielen würde, nicht vergessen, ich habe hier unten mein MP3 schon ausgeblendet, das hört man nicht, dann hört man in dem Fall hier das Audio von dem Video. Nicht vergessen, wenn ich von oben herunter blicke, dann sehe ich zuerst das, was oben liegt. Das ist hier in dem Fall hier diese Nähmaschine. Ich verschiebe das jetzt hier mal. Ja, jetzt sieht man dann wieder das und höre dann dementsprechend auch hier dann in dem Fall diese Autos. Ja. Ich mache das jetzt einmal so. Wir sind jetzt gerade in New York. Gehe dann hier hin und füge hier dann ganz am Anfang, wie wir es gewohnt sind, füge hier mal einen Text erst ein, bevor ich zu den Audios komme. Gehe wieder auf Filter, wähle erst diesen Bereich hier aus, dann auf Filter, gehe hier auf dieses Plus, gehe wieder auf mein Video, wir haben das ja schon öfter gemacht, gehe auf Text einfach und füge hier dann den Text ein, den ich hier habe und habe dementsprechend dann, vielleicht nehme ich eine andere Farbe dann, nehmen wir denn da sowas, wie es ausschaut, naja, auch nicht gerade ideal, aber es wird jetzt schon mal irgendwie reichen. Ich verkleinere jetzt das Textfeld, ziehe es herauf, da sieht man es vielleicht besser ganz oben. Und das heißt also wieder stumm schalten. Ich verpasse hier die Größe wieder dieser Grafik an. Du weißt, es wird dieser Text, den ich jetzt in diesem Filter genommen habe, nur für den Teil hier angewendet, den ich hier verwendet habe. Und ähnliches gilt ja dann auch für den Sound. Wenn ich jetzt hierher gehe und die Musik hierher schiebe und das hier starte und das hier vielleicht wegnehme, dann hört man dementsprechend, wenn ich das hier mache, hört man dann hier die Musik. Dann überlagert sich das Ganze aber dann und da möchte ich jetzt Folgendes machen. Ich möchte, dass sich nicht überlagert. Dazu könnte ich jetzt hergehen und könnte hier diese ganze Spur stumm schalten. Aber ich könnte genau auch einzeln nur für dieses Video hier, dieses Video dann auch stumm schalten, indem ich jetzt hier zum Beispiel hergehe, zeige jetzt zwei Wege, ich gehe wieder zu Filter hinein, gehe dann auf Audio,
und gehe dann hier auf Stumm. Und dann wird dementsprechend nur dieses eine Video, bei diesem einen Video, aus diesem Videoclip, den ich hier ausgewählt habe, wird das Ton entfernt. Gehen wir mal her. Ich starte hier wieder. Und wir hören nicht mehr den Autolärm. Ja. Wenn mir das hier zu laut ist, wie es gerade momentan ist, kann ich auch wieder hergehen, wähle wieder einen Filter aus. Du merkst, ich habe hier unten die MP3-Datei einmal ausgewählt. Gehe dann wieder hier im Bereich Audio, gehe auf Verstärkung. Kann das hier wieder zurückdrehen, gehe wieder hierher und höre mir das an, wie laut jetzt meine MP3-Datei ist. Sie ist viel leiser, viel dezenter und von dem hier hört man im Prinzip gar nichts. Als nächstes möchte ich dann zeigen natürlich, wie man eine ganze Spur stumm schalten kann. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen, könnte sie hier auswählen. Jetzt will ich die ganze Videospur, also nicht eine einzelne, könnte jetzt hierher gehen wiederum. Nachdem ich vorher Filter eingeblendet habe und könnte dann diese Stumm dann auf die gesamte Audiospur dann anwenden. Mache ich jetzt aber in dem Fall nicht, denn ich möchte ja dann doch hier später dann nämlich dann diesen Teil möchte ich dann hören, wenn dann diese Nähmaschine dann praktisch dann uns etwas zeigt. Jetzt gehe ich hierher, möchte hier dazwischen diese Nähmaschine mir darstellen, nehme sie hier, verschiebe sie ein bisschen. Man sieht, es schließt hier ab. Ich kann sie hier von rechts her verkürzen, dass sie genau hier in diesen Bereich dann hineinpasst. Wenn ich jetzt hierher gehe und dann hier wieder starte, ja, dann höre ich dann irgendwann einmal, ich verkleine das jetzt einmal, um zu sehen, also ich zoome da jetzt, um zu sehen, wie groß diese Videodatei ist. Wenn ich jetzt hier so hineingehe, sehe ich dann, dass irgendwann einmal fängt dann das eigentliche Nähen an. Ja. Das wäre hier jetzt noch nicht der Fall. Ich schneide das jetzt einmal weg. Siehst, ich habe zwei Teile bekommen. Wähle diesen Teil hier aus. Rechte Maustaste entfernen. Und es rutscht der Teil sogar nach. Wenn ich jetzt hierher gehe und das hier abspiele, hörst du, wie das Ganze hier anfängt. Und im Hintergrund haben wir leise diese Musik. Wenn ich möchte, dass ab dieser Stelle hier die MP3-Musik aufhört, muss ich natürlich diese MP3-Musik, diese Datei teilen, weil ich ja immer nur meine Veränderungen auf die einzelnen Teile anwenden kann. So könnte ich jetzt hergehen und könnte sagen, von hier bis hier möchte ich keine MP3-Musik zum Beispiel hören. Dann gehe ich wieder hierher, teile dann entsprechend dann diese MP3-Teil dann und könnte jetzt hergehen, könnte es entweder stumm schalten oder sogar löschen. Ich habe jetzt hier entfernen gedrückt und wenn ich jetzt hier bin, ich lasse das hier weiter spulen. Fängt jetzt wieder die MP3-Musik an. Das ist an dieser Stelle hört man von der anderen nichts mehr. Und ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, okay, ab dieser Stelle hier zum Beispiel, da teile ich jetzt diesen hier, möchte ich nichts mehr hören davon und kann dann diesen Teil hier, den restlichen Teil, könnte ich jetzt hier stumm schalten. Wie geht das? Wieder mit dem Filter. Ich habe mir das hier ausgewählt, gehe jetzt hierher und werde dann über Audio dann den restlichen Teil, der hier ist, dann stumm schalten. Ich schiebe mir jetzt die MP3-Datei hierher, spiele das ab. Man sieht, ich höre nichts mehr von der Nähmaschine und dann sehe ich auch nicht allzu viel. Aber jetzt würde ich etwas zum Beispiel hören. Ja. Und dementsprechend passt das auch gut so. Und hier an dieser Stelle möchte ich dann auch meinen Abspann dann einbringen. Das heißt, ich gehe jetzt hierher, teile das Ganze, gehe wieder hierher, damit soll das Ganze dann beendet sein. Habe diesen Teil hier ausgewählt, klicke hierher, lösche diesen Teil hier weg, gehe wieder herunter, schneide auch hier, lösche dann auch wieder den rechten Teil weg und kann jetzt in diesem Bereich, den ich hier habe, wieder über einen Filter, ich habe Filter ausgewählt, einen Filter wende ich ja schon auf diesen Bereich an, der heißt, dass es bedeutet, dass es stumm wird. Gehe ich in dem Fall in den Videobereich hinein, gehe auf Text einfach und schreibe hier wieder hinein, wie du es aus dem vorgehenden Video ja kennst. Danke für deine Aufmerksamkeit. Verändere wieder die Größe, schiebe es an eine Stelle, wo ich es besser lesen kann. Könnte es ein bisschen verkleinern noch vielleicht.
Ja. Und mein Video ist im Prinzip jetzt fertig. Ja, das Video kann ich dann wiederum exportieren. Ich zeige es einfach noch einmal. Übung macht den Meister. Gehe auf Exportieren, wähle mir hier unter Standard YouTube aus, gehe auf Datei exportieren und das Video ist fertig und landet, nachdem du einen Speicherort angegeben hast, auf deiner Festplatte. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video, im fünften Video, werden wir uns damit beschäftigen, mit Zeitlupe und Zeitraffer, wie man die Geschwindigkeit von einzelnen Videoclips verändern kann, also wie schnell Dinge schneller oder langsamer ablaufen. Danke für deine Aufmerksamkeit.